nicht in die Kamera halten möchte, weil Briefe halt persönlich sind. Und das ist ein ganz besonders persönlicher Wunschzettel. Lieber Weihnachtsmann, ich habe gehört, dass wir dir einen Wunschzettel schreiben sollen, dein braver Peter. Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Ben und René in einem doch schon recht bekannten Haus. Ein Haus mit einer ziemlich düsteren und tragischen Geschichte. Bin ich eben gerade schon mal mit Ben durchgegangen und wir waren erschüttert, was hier in letzter Zeit sich so verändert hat. Es gibt ja Fotografen, die so eine Location so ein bisschen präparieren und hier hat es eine ganz andere Dimension. Also Ben sagt, da haben sie Tische und Stühle von oben nach unten geräumt und Kartons weggeräumt. Das aber nur nebenbei am Rande. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, dann beginnen wir am besten gleich mal an Ort und Stelle und landen als erstes in der Küche. Und wie vielleicht schon im ersten Moment vermutet und gesehen, das ganze Haus ist noch komplett eingerichtet. Das heißt in diesem Fall tatsächlich, dass die ganzen Schränke noch voll sind mit allem, was in so einen Haushalt ja eigentlich reingehört. Zum einen Töpfe und auch Lebensmittel, die natürlich jetzt alles andere als schön aussehen. Ein kurzer Blick in den Kühlschrank. Aha, der ist anscheinend leer. Aber irgendwie blaue Flecken hier unten. In jedem Fall fallen mir vor allem diese Schränke ins Auge, schon die ganze Zeit. Dieses Holzfurnier und dann auf Hochglanz. Ganz ehrlich, wenn ich genau diesen, dann auf jeden Fall einen vergleichbaren Schrank hatte meine Oma früher. Und dass hier einmal ältere Menschen gelebt haben, wird spätestens beim Anblick dieser Medikamentenflut deutlich. Meine Güte. Also eine ganze Apotheke einmal quer eingekauft. Hier auf dem Stuhl gibt es auch noch eine Zeitung zu sehen. Zeitungen sind ja immer interessant wegen dem Datum. Okay. 18. Oktober 2007. Ja, dann hat man mal so eine etwaige Vorstellung davon, wie lange das Ganze hier schon verlassen ist. Die ersten Fotos, die von diesem Haus aufgetaucht sind, waren wirklich so, dass alles im Top-Zustand war. Also es war kein Vandalismus drin. Vor allen Dingen wurden nicht irgendwelche Schränke und Stühle durch irgendwelche Etagen geschleppt. Fotos. Also das ist ohne Worte. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Und da heißt es, die YouTuber wären die ganz bösen Jungs. Die traurige Geschichte hinter diesem Ort ist leider, dass einer von den beiden Eheleuten gestorben ist. Leider ganz normaler Prozess, weil sie halt beide alt waren. Wir haben die Medikamente dort gesehen und der andere hat es nicht verkraftet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie gestorben ist oder er gestorben ist. Jedenfalls der jeweils andere Partner hat sich dann in einer Depression oben auf dem Dachboden erhangen. Und seitdem tut sich hier nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es Angehörige gibt. Zumindest bei den ganzen persönlichen Sachen, die hier drin waren, gibt es sie entweder nicht oder es ist ihnen vollkommen egal. Und die vielen, vielen persönlichen Gegenstände, die werden vor allen Dingen auch hier wieder deutlich. Ein Kleiderschrank voll mit Jacken von den Kindern oder zumindest von einem Kind. Man kann es ja nicht genau wissen. Ein schön gemaltes Bild vom 31.07.2006 anscheinend. In jedem Fall befinden wir uns jetzt wohl im Hauseingangsflur. Und dieser Eingangsflur, der geht genauso weiter mit den ganzen Gegenständen, die es hier noch gibt. Es ist zwar nicht mehr alles so geordnet wie auf den ersten Bildern und auch durchwühlt, aber es ist in jedem Fall noch das meiste da. Da gibt es zum einen einen solchen Pokal, eine Geldbörse, anscheinend von einer Frau. Und dann auch auf diesem Tisch einen Brief, den ich nicht in die Kamera halten möchte, weil Briefe halt persönlich sind. Und das ist ein ganz besonders persönlicher Wunschzettel, steht drauf. Lieber Weihnachtsmann, ich habe gehört, dass wir dir einen Wunschzettel schreiben sollen und dir schicken. Ich wünsche mir ein paar Schuhe und ein paar Teile für die... Da ist eine Eisenbahn gemalt.
und so weiter und so weiter. Dein braver Peter. Also die Frage, ob es Kinder gab, hat sich dann in dem Fall wohl beantwortet. Unglaublich persönlich. Also ich bin fast erschlagen von so etwas gerade. Als nächstes erwartet uns wohl so eine Art Esszimmer. Hier ist es sehr dunkel drin. Ich mache mal etwas Licht. So kann man ein bisschen mehr sehen. Ich muss aufpassen mit dem Licht wegen dieser Fensterscheibe, weil dort hinten die Nachbarn sind und die Nachbarn haben Kameras so aufgestellt und würden hier schneller da sein als irgendein anderer Wachhund. Also in dem Fall nur mal so ein kleiner Überblick mit einer dunklen und gedämmten Taschenlampe. Auf dem Tisch sind auch noch einige Gegenstände, die höchstpersönlich sind. Zum einen ein Notizblock, der dort aufgeschlagen ist. Die Brille davor, ein paar Fotos von Persönlichkeiten, die da in Schwarz-Weiß noch abgebildet sind, also auch entsprechend alt. Und hier vorne Kontoauszüge. Die gesamten Schränke sind auch noch voll, wie auch in der Küche. Tassen, Gläser, Kaffeekännchen, ein Nähschrank und ja, jede Menge Wecker, die alle irgendwann einmal dann tatsächlich stehen geblieben sind. Dann gibt es auch noch eine Orgel, wieder mit persönlichen Bildern obendrauf. Ich gehe da gar nicht erst so genau hin, denn ich müsste die Bilder natürlich auch wieder pixeln. Wenn wir jetzt mal die Taschenlampe ausmachen, halt zur Vorsicht, und einmal hier kurz reinschwenken, das Wohnzimmer. Und man kann sicherlich anhand der Orgel und der Größe dieses Hauses von dem Teil, den wir jetzt schon gesehen haben, oder bisher gesehen haben vielmehr, erahnen, dass das hier ein gewisser Wohlstand war, der hier einmal geherrscht hat. Das hier sind übrigens die ganzen Stühle und Sessel und Tische, die verschoben und ausgetauscht wurden. Insofern kann ich die Nachbarn natürlich auch verstehen, wenn die hier ein Auge drauf haben. Ich möchte nicht wissen, wie laut das war. Vor allen Dingen, wie respektlos. Vom Wohnzimmer aus, direkt gegenüber, geht es dann in eine Garage hinein und da steht sogar noch das Fahrzeug der ehemaligen Bewohner. Psst, jetzt hier in der Garage gibt es einen Nebenraum, anscheinend für Werkstattarbeiten. Das Fenster ist nicht mehr drin und da hinten laufen die Nachbarn im Garten rum. Ich meine, ich kann das total verstehen, dass die irgendwie auf das Haus aufpassen von ihrer Seite aus. Deswegen muss ich jetzt echt mal ein bisschen leise sein. Ich gehe jetzt erst einmal am Auto vorbei, damit wir das mal von vorne sehen können. Einmal Licht gemacht. So, was sehen wir? Wir sehen einen BMW mit einem relativ ausgeschlachteten Motor. Vorne fehlt schon so einiges. Es ist echt, ja, nicht schön anzusehen. Hinten sind irgendwelche Alkoholflaschen. Also anscheinend haben sich hier diverse Leute schon bedient. Genauso wie die Fotografen, die jetzt die ganze Location, das ganze Haus wohl umgebaut haben. Und direkt nochmal neben dem Raum mit dem geöffneten Fenster gibt es hier einen weiteren Abstellraum. Und hier sind die gesammelten Werke drin, was alles nur eingekocht werden konnte. Meine Güte, sind das Vorräte. Also ich habe ja schon einige alte Häuser gesehen von älteren Herrschaften und dass dort auch eingekocht wurde und für schlechte Zeiten vorgesorgt wurde. Aber diese Menge, mein Gott! Das ist echt, also das hält auf jeden Fall den neuen Rekord. So, dann mal weiter. Wieder zurück ins Haus. Zunächst aber nochmal in einen Nebenraum von der Garage. Und ich bin ja fast von Socken gefallen. Seht ihr das da in der Ecke? Das ist ein unfassbares Radio. Ein unfassbar altes Radio. Meine Güte. Also, ich habe ja schon einiges gesehen. Aber das hier, das ist wieder mal ein Novum. So, jetzt dann aber wieder zurück durch die Garage. Die Treppe wieder hoch. Und zurück ins Wohnhaus. Und nun geht es da oben an der Treppe weiter. Also schnell die knarzende Treppe nach oben. Hier auf halber Etage ist erstmal sanitär. Ein Bad mit Badewanne, Dusche, Waschmaschine auch noch vorhanden.
und daneben eine Toilette. Und die einzigen wirklichen Zeugen von denjenigen, die hier ein- und ausgehen, genauso wie ich, sind diese Spinnen. Boah. Ja, dann schauen wir uns doch mal das erste Zimmer auf der Etage an. Okay, das ist anscheinend, war anscheinend mal so eine Art Schlafzimmer oder Gästezimmer. Zumindest gab es hier ein Bett, dort hinten einen Schreibtisch und zwei große Kleiderschränke, die auch hier noch komplett voll mit Klamotten sind. Versuchen wir hier mal durchzukommen. Auf dem Tisch liegen wieder einige Unterlagen und auch ein Foto. Da gehe ich wieder nicht so nah ran, denn sonst müsste ich es so oder so unkenntlich machen. Ansonsten haben wir hier wieder jede Menge Medikamente, irgendwelche Strickwaren. Also Stricken war hier anscheinend ein gängiger Zeitvertreib, würde ich mal meinen. Und wenn man sich mal die Klamotten anschaut, die sind noch fertig eingepackt. Also zum Schutz, hier mit so einem Gummiüberzug. Das ist echt faszinierend. In den anderen Schrank schauen wir auch noch mal ganz kurz rein. Das ist mir eben gerade schon so aus dem Augenwinkel aufgefallen. Hier gibt es Pokale. Also Stricken und Wettkampf war hier anscheinend sehr wichtig. 1978, 81, Sportart, Golf. Ja Leute, es ist wirklich faszinierend. Es ist faszinierend und sehr erschreckend. Es sind hier so viele persönliche Gegenstände. Alleine hier vor mir befindet sich ein Schreibtisch. Da gibt es einen Jugendschwimmpass. Dann gibt es ein Foto von einem jungen Herrn mit Sonnenbrille und legerer Kleidung und wiederum alte Fotos in Schwarz-Weiß, einige davon komischerweise durchgerissen. Dann Kassetten und wieder eine Anleitung von einem Mobiltelefon. Alles ist hier verstreut. Schlimmerweise wahrscheinlich, weil 1000 Leute hier schon durchgegangen sind und das auseinandergerissen haben. Ich habe das wahrscheinlich schon so häufig gesagt, dass ihr das nicht mehr hören könnt, aber ich sage es trotzdem noch einmal. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es absolut nicht verstehen, wenn Kinder sich nicht um die Eltern kümmern, wenn sie alt sind oder wenn hier so ein harter Schicksalsschlag passiert ist, dass jemand gestorben ist. Und was ich auch nicht verstehen kann, selbst wenn mich meine Eltern nicht interessieren würden, mich würde auch zumindest interessieren, was mit meinen persönlichen Gegenständen ist, also mit meinem Pokal, den ich errungen habe oder irgendwas. Ganz seltsam. Tja, nächstes Zimmer, ein Wohnzimmer. Also anscheinend gab es hier zwei Etagen. Es kann auch sein, dass das ein Jugendzimmer gewesen ist. Denn ansonsten, wie würden da sonst Pokale von der A-Jugend reinkommen? Ja, los geht es hier auf jeden Fall erstmal wieder mit so einem Karton. Das sind anscheinend die Kartons, die irgendwie unten standen. Kann man überhaupt nicht verstehen. Ihr habt hier Röntgenbilder von einer Wirbelsäule anscheinend. Dann anscheinend ein Arbeitstisch, einer Schreibmaschine und jede Menge alter, was ist das? Ja Leute, das Bild ist komplett gepixelt. Einfach aus dem Grund, weil hier sehr viel persönliche Sachen draufstehen, wie die Adresse und so etwas. Also es ist anscheinend eine Postkarte von dem Herrn, der hier gewohnt hat. Datumstempel 25. Juli 1947. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie empfingen per Post mit Lieferschein sowieso ein Päckchen. Porto. Okay. Anscheinend hat er hier mal irgendetwas, ja, man würde sagen, Versandhandel betrieben. Davon abgesehen gibt es hier noch ein Bücherregal, was noch voll ist. Einen Heimtrimmer, den man vielleicht schon gesehen hat. Und gegenüber ein weiteres Bücherregal. Neben dem, ich nenne es jetzt mal Arbeitszimmer, geht es dann hier in das Schlafzimmer. Und das ist genauso zerwühlt, wie so der ganze Rest, den wir schon gesehen haben. Einfach alles aufs Bett geschmissen. Hier sind die restlichen Umzugskartons. Das ist ohne Worte. Und dann in den Schränken so die übliche Bettwäsche, die man halt erwarten würde. Hier gibt es dann tatsächlich noch ein Waschbecken. Zahnbürsten. Ja, ganz, ganz viele Zahnbürsten. An dieser kann man sich vielleicht mal vorstellen, wie viele Menschen in diesem Haus mal gelebt haben. Ich meine, jeder benutzt nur eine und schmeißt sie danach weg. Es sei denn, es ist eine Familie. So, erstmal wieder zurück in den Flur.
mit dem Licht machen. Es ist dort genauso wie unten im Wohnzimmer. Man kann noch dazu sagen, da sind noch einige Fotos, wie man das halt so kennt. In Schlafzimmern möchte man die ganzen Lieben um sich haben. Und das waren halt Kinderfotos. Ja, und jetzt wird's ekelhaft. Also jetzt geht es auf den Dachboden. Ja, ich habe mir von Benny Geschichte eben gerade nochmal genau erzählen lassen. Stimmt so von dem, was ich bisher wiedergegeben habe? Also, er ist gestorben, sie hat weitergelebt, hatte Depressionen und hat sich dann dort hinten in der Ecke, eine Etage tiefer auf dem Heuboden, erhangen. Das Problem ist, dorthin gehen ist keine gute Idee. Hier vorne wellen sich schon die ganzen Bretter und dort hinten sind sie schon durchgebrochen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Geschichte. Menschen sind ja immer unterschiedlich, das kann so und so laufen. Also ich habe das Haus des Ehepaares, so habe ich es genannt, gedreht. Da war es auch so, dass jemand gestorben ist und da hat der Herr, nachdem seine Frau also nicht mehr da war, irgendwann einen kompletten Cut gemacht. Er hat sogar das Ehebett durchgesägt und hat es dann halt auf ein, man sagen würde, Single-Haushalt ausgelegt. Das ist natürlich sehr bemerkenswert, aber es kann halt auch genau andersrum laufen. Schlimm so etwas. Ja, ich hoffe, euch hat dieses doch recht traurige Video zumindest halbwegs gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Einen netten Kommentar, ein weiteres Abo. Ihr könnt auch bei Ben vorbeischauen. Der hat, hat er dieses Video dazu? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber bei Paul gibt es eins. Das ist unten auch verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen, wie das vor ein paar Jahren hier aussah. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Lost Place. Ciao.